Die Firma Hettich in Tuttlingen. Das Traditionsunternehmen im Schwarzwald ist ein weltweit führender Hersteller von Laborzentrifugen. Die Produkte sind langlebig und sparsam im Energieverbrauch. Bei der Fertigung achtet das Unternehmen auf Sorgfalt und Effizienz. Qualitätsmanager Bernd Butterhof hat dabei nicht nur die Produktion im Blick, auch was den Umgang mit Energie angeht, setzt er auf effiziente und kostensparende Lösungen. So wird Abwärme, die bei der Erzeugung von Druckluft entsteht, in das Energiesystem der Firma eingespeist. Über eine Adsorptionskältemaschine, die für die Raumklimatisierung und Prozesskühlung sorgt. Druckluft-Erzeugung ist aufwendig und teuer. Über 95% der eingesetzten Energie gehen normalerweise in Form von Abwärme verloren. Die Firma Hettich nutzt einen großen Teil zum Antrieb einer Adsorptionskältemaschine. Geplant ist, auch die Abwärme, die in der Produktion anfällt, in das Energiesystem einzubinden. Aus Wärme bei 80 Grad Celsius wird Kälte bei 10 Grad und nutzbare Wärme bei 35 Grad, die im Sommer zur Klimatisierung und im Winter für die Fußbodenheizung genutzt wird. Um die Eigenstromversorgung zu erhöhen, wurde zusätzlich ein Blockheizkraftwerk installiert. Auch hier entsteht Abwärme, mit der Kälte erzeugt wird. Nutzung von Abwärme, rationelle Kälteerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung. Das Energiekonzept der Firma Hettich ist kostensparend und effizient. Doch nicht nur das Energiekonzept, auch der Weg dorthin war innovativ. Den Impuls hierfür bekam Bernd Butterhof von der Klimaschutz- und Energieagentur KEA und der Industrie- und Handelskammer. Wir wurden durch ein Rundschreiben der IHK Schwarzwald bei Heuberg auf eine Informationsveranstaltung zur Gründung eines Energienetzwerkes hingewiesen. Ich habe daran gerne teilgenommen, weil wir zu dem Zeitpunkt eben vor der Entscheidung standen, Energieaudit durchzuführen oder ein 50.001 zertifiziertes Energiemanagementsystem einzuführen. Deswegen war das ein sehr interessantes Angebot. Als Industrie- und Handelskammer haben wir natürlich in der Region sehr gute Unternehmenskontakte. Wir haben zusammen mit der KEA ein Anschreiben verfasst, haben dort eingeladen, wir haben in unserer Kammerzeitschrift informiert und im Rahmen dieser Informationsveranstaltung mit der KEA konnten dann auch Unternehmen aus dem ersten Netzwerk Praxisberichte abliefern, die neuen Unternehmen dazu noch bewogen haben, sich an einem weiteren Netzwerk zu beteiligen. Eines der Vorbildunternehmen aus dem ersten Netzwerk, die Firma Bromberger Packungen in Donaueschingen. Mit modernsten Fertigungsanlagen werden hier Verpackungen und Werbemedien gedruckt und verarbeitet. Durch das betriebliche Energieeffizienznetzwerk erhielt das Unternehmen neue Impulse für sein Energiemanagement. Netzwerkleiter Horst Fernsner von der KEA hatte empfohlen, in eine intelligente Druckluftsteuerung zu investieren. Einsparpotenzial bis zu 25%. Aus dem Netzwerk kam auch die Idee, die Kompressorabwärme über einen Wärmetauscher zu nutzen und damit zu heizen. Einfache und effektive Maßnahmen, die von der Firmenleitung schnell umgesetzt wurden. Für Betriebe gibt es zwei große Vorteile, um an einem Energieeffizienznetzwerk teilzunehmen. Zum einen ist der Aufwand, der zeitliche Aufwand und der finanzielle Aufwand, um an Informationen zu kommen, weitaus geringer, als wenn jeder das für sich selbst macht. Der zweite sehr große Vorteil ist, muss ein Unternehmen ein Energiemanagementsystem nach 50.001 einführen? So kann das auch im Netzwerk gemacht werden. Die ganzen Berechnungstools und Arbeitshilfen werden von uns auf der Internetseite zur Verfügung gestellt. Das ist somit ein sehr, sehr viel geringer Aufwand für die Unternehmen, das im Netzwerk zu machen, als einzeln zu machen. Ein ganz wesentlicher Vorteil war der geringe Zeitaufwand. Es war vor Ort 3 Minuten Anfahrtszeit sozusagen. Das Meeting hat einen halben Tag gedauert und das Ganze war 2-mal im Jahr. Es war ein äußerst vertretbarer Zeitrahmen mit einem sehr guten Ergebnis unterm Strich. Vor allem, weil es konkrete Antworten auf konkrete Fragen gab. Die Netzwerktreffen waren sehr persönlich, informell, familiär und ehrlich auch vor allem. Das ist sehr wichtig.
Energieeffizienznetzwerke bieten neutrale und unabhängige Informationen, wie sich der Energiebedarf im Betrieb schnell und effektiv senken lässt. Das Kompetenzzentrum Energiemanagement der KEA will jetzt gemeinsam mit Partnern wie IHKs und Kommunen viele neue Netzwerke initiieren. Für eine nachhaltige Produktion der Unternehmen. Für mehr Klimaschutz in Baden-Württemberg. Machen Sie mit!